Was ist denn mein Fazit zur Disneyland Anaheim Reise? Ich habe wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem kleinen Fazit-Video, aber auch so einem Vergleichsvideo mit Disneyland Paris, weil die meisten Zuschauer bei mir besuchen ja das Disneyland Paris und wir vergleichen heute auch so ein bisschen die Parks in verschiedenen Kategorien. Wir gehen zum Beispiel über die Attraktionen, die beide Parks haben. Wir schauen uns die Schlösser an, Eintrittspreise und auch generelle Kosten, Charaktere, Shopping, Restaurants und so weiter. Ich versuche mich kurz zu halten, das ist mir bei meinem Q&A aber schon nicht gelungen. Also ich hoffe, wie gesagt, dass ich mich kurz halten kann, dass es nicht allzu lang wird, dieses Video. Und ich würde sagen, wir starten. Das ist das erste Video mit meiner Halloween-Deko jetzt dieses Jahr. Seht ihr ein bisschen im Hintergrund. Ist wieder aus dem Keller eingezogen und ich würde sagen, wir starten. Ja, ich habe jetzt bisher alle Disney-Parks in der Welt besucht, außer Tokio. Tokio fehlt mir ja noch. Und Disneyland Paris bleibt natürlich immer auf meinem Platz 1, weil es mein Homepark ist, es ist mein Herzenspark, es ist mein zweites Zuhause. Und natürlich bleibt Disneyland Paris immer auf Platz 1 auch. Wenn jetzt auch in diesem Vergleichsvideo nicht immer alles so schön ist wie in anderen Disney-Parks, bleibt Disneyland Paris immer noch auf Platz 1. Aber ich muss sagen, direkt hinter Disneyland Paris wird jetzt Disneyland Anaheim kommen. Auf Platz 2, das andere Ranking, findet ihr im Q&A. Da habe ich auch im Q&A habe ich auch beantwortet, was die Reise mich gekostet hat, wie ich das Ganze gebucht habe, auch so ein paar Tipps und so. Also wenn ihr euch das interessiert, schaut gerne das Q&A an. Und wenn ihr generell den Trip nochmal Revue passieren lassen wollt oder vielleicht nicht alle Videos gesehen habt, schaut da gerne auch mal in die Vlogs vorbei. Ich habe jeden Tag gevloggt. Es gibt auch separate Videos zum Prinzessinnenfrühstück, zu World of Color und. Also es gibt einige Videos zu Disneyland Anaheim, obwohl ich nur eine Woche da war. Schaut da gerne mal in die Playlist vorbei. Und wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und lasst ein Like da. Das hilft meinem Kanal und auch dem Video. Ja. Wie gesagt, Disneyland Paris bleibt auf Platz 1. Und kommen wir erstmal so zum Vergleich der beiden Parks. Wir starten. Disneyland Paris, wie ihr wisst, hat zwei Parks. Den Disneyland Park und die Walt Disney Studios und dazu noch das Disney Village. Disneyland Anaheim hat auch den Disneyland Park. Ich glaube, der heißt auch dort so. Dann hat es das California, Disney's California Adventure. Und dann hat es das Downtown, was das Downtown, das Pendant zum Disney Village ist. Also im Prinzip von der Größe, also von der Anzahl der Parks, ist es schon identisch. Also beide haben zwei Parks und ein Shopping-Essens-Area, sage ich mal, mit Disney Village und Downtown Disney. Ja, also erstmal dazu. Dann haben wir natürlich die Hotels. Hotels gibt es drei in Anaheim. Das Pixar Place Hotel, wo wir auch eine Nacht übernachtet haben. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen, das Video. Dann gibt es das Disney California, Grand California Hotel. Und das Disneyland Hotel. Also Disneyland Hotel haben sie auch. Das sind die drei Hotels im Anaheim. Und im Gegenzug, Disneyland Paris hat 7 Hotels. Ja, an ganze 7 Hotels. Wir kennen sie. Cheyenne, Santa Fe, Hotel New York, Sequoia Lodge, Newport Bay, Davy Crockett Ranch und auch das Disneyland Hotel. Das heißt, das Einzige, was wir gemeinsam haben an den Hotels oder beide Parks gemeinsam haben an den Hotels, ist das Disneyland Hotel. Aber das Konzept ist komplett anders. Ja, wir wissen, nach dem Umbau im Disneyland Paris ist das Disneyland Hotel eher so ein Prinzessinnen-Style. Es war schon immer so ein bisschen rosa, verschnörkelt. Und ich war ja kurz auch im Disneyland Hotel in Anaheim, habe zwar nicht übernachtet, aber habe es mir dort angeschaut. Und es hat so ein bisschen anderen Vibe. Es ist eher so blau und hat auch so ein, ich kann es gar nicht so beschreiben, es ist so ein bisschen fast moderner, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es schlecht beschreiben. Ich habe es auch im Abreisetag-Video, zeige ich euch auch das Disneyland Hotel. Aber die Außenarea im Disneyland Hotel ist so schön mit dem Pool, mit den Palmen. Dort gibt es auch eine Monorail-Rutsche. Und das sieht alles irgendwie so ein bisschen mehr nach Urlaub aus. Und das Disneyland Hotel bei uns in Paris, die Außenarea, ist
auch schön. Ich muss sagen, aber es gibt, also gut, Außenpool, ne, ist jetzt im Disneyland Paris nicht so praktikabel. Aber ich muss sagen, vom Style her, so generell finde ich das Disneyland Hotel bei uns mit dem Prinzessin-Style, dieses Rosa ist so mehr mein Touch und auch mit dem Kronleuchter, den wir haben. Aber auch das Disneyland Hotel in Anaheim sieht wunderschön aus. Und beide Hotels gehören zu den teuersten Hotels jeweils in beiden Parks. Ja, so erstmal so ein genereller Vergleich. So, ne, von der, also ich weiß jetzt nicht, ob die Größe, also ob sie jetzt wesentlich größer sind, die Parks. Ich habe mir jetzt nicht die Kilometeranzahl der beiden Parks angeschaut. Also ob die wirklich, welcher jetzt der größere Park ist von der Fläche her, kann ich euch leider nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Disneyland Park ein bisschen kleiner ist als unser Disneyland Park in Paris. So vom Gefühl her, es ist alles so ein bisschen kompakter und alles so ein bisschen enger beisammen. Und also in Anaheim. Und in Paris ist es so ein bisschen weitläufiger und ein bisschen, ja, auch schöner. Aber dazu kommen wir später. Kommen wir zu den Attraktionen, die ich gefahren bin im Disneyland Anaheim. Und die es in beiden Parks gibt. Und dann können wir noch später dazu, zu den Attraktionen, die ich nicht gefahren bin in Disneyland Anaheim, die es aber auch in beiden Parks gibt. Und ich versuche euch natürlich immer noch ein bisschen was einzublenden. Also ihr seht immer ein bisschen so ein paar Ausschnitte, auch jetzt zum Hotel und so. Genau, also wir fangen an mit Pirates. Ja, es gibt Pirates of the Caribbean und Disneyland Anaheim ist tatsächlich die erste Pirates-Attraktion gewesen, auf dem auch der Film Fluch der Karibik basiert. Und ich muss sagen, die Attraktion hat es mir so gar nicht angetan. Erstmal ist die Attraktion in einem ganz anderen Themenbereich. Also es ist so in New Orleans und irgendwie fährt man am Anfang durch den Dschungel und am Anfang sieht man gar keine Piraten. Und ich habe auch zu Sam gesagt, wo sind denn die ganzen Piraten? Wir sind doch bei Pirates of the Caribbean. Und es hat dann irgendwann langsam angefangen, aber irgendwie habe ich den Vibe nicht so gespürt bei Pirates in Anaheim. Also irgendwie hat es mich nicht so ganz gecatcht. Irgendwann kamen dann die Piraten und es gab auch Szenen, die sehr ähnlich sind zu den Disneyland Paris Szenen. Aber Disneyland Paris gefällt mir um Welten besser. Der Anfang ist aber gleich. Das heißt, bei beiden Attraktionen fährt man auch durch ein Restaurant. Und ich weiß nicht, ob es Tiana's Bayou ist, ob man da... Das weiß ich jetzt nicht, ob man in Anaheim durch Tiana's Bayou fährt. In Disneyland Paris fährt man ja durch Captain Jacks Restaurant. Also Pirates muss ich sagen, Disneyland Paris ganz klar vorne. Dann It's a Small World. Ja, It's a Small World ist ein bisschen anders in Anaheim. Und ich finde die Änderung generell erstmal gut, weil in It's a Small World gibt es Disney-Charaktere. Aber trotzdem in diesem It's a Small World Puppen-Style. Und ich muss sagen, das finde ich richtig cool integriert. Ich zeige euch auch mal ein paar Beispiele. Es ist nicht so, wo ihr denkt, boah, ist viel zu viele Disney-Charaktere. Wenn man drauf achtet, sieht man sie, wie jetzt zum Beispiel Aladdin, Lilo und Stitch, Ariel oder Toy Story. Das sind jetzt so ein paar, die ich jetzt gesehen habe. Ich finde, es integriert sich super schön in der It's a Small World Welt. Das hat Disneyland Paris leider nicht. Würde ich mir wünschen, muss ich ehrlich sagen. Fand ich wirklich ein schönes Add-on. Aber dann war es das leider auch mit Disneyland Anaheim, was schön war, It's a Small World. Denn das andere It's a Small World, also das It's a Small World in Disneyland Paris, ist trotzdem im Generellen viel, viel schöner. In Anaheim ist es natürlich auch wieder ein bisschen älter. Und man hat immer nur entweder auf einer Seite oder auf der anderen Seite etwas. Das heißt, eine Partei, die im Boot sitzt, ist immer ein bisschen benachteiligter. Und auch das Finale, sage ich mal, dieser weiße Finalraum, ist in Disneyland Paris so viel schöner. Ja, deswegen so generell in Disneyland Paris haben wir auf beiden Seiten immer was und jeder kommt auf seine Kosten. Und ja, es ist wirklich so optisch, finde ich Disneyland Paris viel schöner. Aber das Add-on mit den Disney-Charakteren finde ich im Anaheim besser. Also, es ist, würde sagen, 50-50. Es ist 1:1, was It's a Small World angeht. Dann kommen wir zum Tower of Terror. Übrigens, die anderen beiden Attraktionen auch beide im Disneyland Park. In beiden Disneyland Parks. Tower of Terror haben wir ja in den Walt Disney Studios. Und in Disneyland Anaheim steht er in Disneys California Adventure.
mit einem komplett neuen Thema. Es wurde vor einigen Jahren umdesignt und zwar hat er das Guardians of the Galaxy Thema bekommen. Und wir haben ja immer noch dieses Tower of Terror, Hotel, Spooky Thema. Und ihr wisst, das ist meine absolute Lieblingsattraktion im Disneyland Paris, in Walt Disney Studios. Und ich war sehr gehypt, auf Guardians of the Galaxy zu gehen, um halt mal so einen ganz anderen Touch zu bekommen. Es ist halt nicht so gruselig, es ist funky, es ist, macht Spaß. Ich durfte tatsächlich auch drin filmen, also ich zeige euch auch wieder ein paar Ausschnitte. Und wie gesagt, es hat nicht den Gruselfaktor. Ihr versucht irgendwie mit Rocket, glaube ich, die Welt zu retten, wie auch immer in diesen Marvel-Filmen. Glaube ich zumindest, so wie ich es mitbekommen habe. Ich bin so einmal gefahren. Mir gefällt aber das Originalthema bei uns, vor allem in Disneyland Paris, etwas besser. Aber da sind die Meinungen wahrscheinlich unterschiedlich. Ich finde das, das ursprüngliche Thema vom Tower of Terror ein bisschen passender. In Disney California Adventure steht natürlich der Tower of Terror, oder ich weiß nicht, wie er jetzt aktuell heißt, Mission Breakout. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Steht er halt im Avengers Campus oder direkt beim Avengers Campus. Deswegen passt es auch. Und theoretisch, wenn man unseren Avengers Campus ein bisschen erweitern würde, könnte man auch unseren Tower of Terror umwandeln in den Guardians of the Galaxy. Und es gab ja auch viele Gerüchte, dass das mal passiert. Das ist aber nie bestätigt worden. Und ich hoffe, dass das auch nicht kommt. Also für mich persönlich ist es der Tower of Terror im Disneyland Paris, der gewinnt. Aber das ist Geschmackssache. Und hat trotzdem Spaß gemacht, den Tower of Terror im Anaheim zu fahren. Dann auch ein schwieriger Vergleich ist Phantom Manor. Erstens, weil Phantom Manor, also im Disneyland Paris, eigentlich das Pendant im Anaheim Haunted Mansion ist, so ähnlich wie in Walt Disney World. Aber als ich dort war, hat das Haunted Mansion ein Overlay gehabt. Ein Nightmare Before Christmas Overlay. Und ich kann euch sagen, ich habe davon gehört, ich habe aber nicht viel davon gesehen vorher. Und ich bin auch nicht eine größte Nightmare Before Christmas Fan. Ich war so positiv überrascht davon. Es war der absolute Hammer. Ich hätte nicht damit gerechnet, was sie mit dieser Attraktion gemacht haben. Deswegen ist dieser Vergleich hier ein bisschen schwierig. Erstmal von Phantom Manor und Haunted Mansion, weil die Themen, also die Story von den beiden Häusern, ist erstmal unterschiedlich. Und dann haben wir natürlich das Overlay gehabt, was natürlich überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem Phantom Manor. Und unser Phantom Manor, die ganze Story ist natürlich auch super schön. Aber dieses Nightmare Before Christmas Overlay, das ist schon mega krass. Das haben sie halt zu Halloween und zu Weihnachten. Und danach irgendwann wird es wieder umgebaut und dann wird es wieder zu Haunted Mansion. Also ich weiß nicht, wie das originale Haunted Mansion in Anaheim ist. Ich bin das in Walt Disney World gefahren und da fand ich unser Phantom Manor ein bisschen schöner. Aber dieses Overlay fände ich auch mal so eine nette Idee vielleicht im Disneyland Paris. Aber ich glaube nicht, dass es kommt wird. Aber es ist der absolute Wahnsinn gewesen. Also es war eines meiner Highlights. Dann haben wir die Attraktion Buzz Lightyear Laser Blast. Gibt es auch in beiden Disneyland Parks. Auch im Discoveryland, Tomorrowland. Und es ist im Prinzip eigentlich dieselbe Attraktion. Also ich habe da jetzt keine Unterschiede gesehen. Vom Schießen her, man schießt immer noch auf die Set-Dinger da. Ja, also in beiden Parks fast, glaube ich, identisch. Ich habe jetzt keine Unterschiede gesehen. Und deswegen, ja, gibt es da keinen klaren Gewinner. Dann haben wir Schneewittchen. Die Schneewittchenfahrt. Und da muss ich sagen, ganz klarer Gewinner ist Disneyland Anaheim. Disneyland Anaheim hat auch vor kurzem, glaube ich, hat mir auch jemand geschrieben, erst diese Attraktion renoviert und auf Vordermann gebracht. Und das ist einfach so viel schöner. Erstmal wird man da nicht so durchge... wie so ein Formel-1-Rennen so durchge... Und dann, ne, ist man ja auch immer die ganze Zeit so... wird man die ganze Zeit so hin und her geschleudert und man kann gar nicht richtig auf irgendwas gucken, bei uns im Disneyland Paris, ne? In Disneyland Anaheim ist das ein bisschen langsamer, so ein bisschen smoother. Dann hat man viel mehr Bildschirme integriert, so ein bisschen auf moderner gemacht. Einige Szenen, sag ich mal, sind schon identisch zu Disneyland Paris.
Aber es ist einfach viel, viel schöner gemacht mit dem Bildschirm. Es integriert sich gut. Es ist natürlich immer noch ein bisschen gruselig an einer oder anderen Stelle. Das ist halt so das Schneewittchen-Ride. Aber auch die Q-Line gefällt mir viel, viel besser. Da wird so die Geschichte erzählt von Schneewittchen. Also es ist generell ganz klarer Gewinner ist für mich Disneyland Anaheim vor Disneyland Paris. Und ich würde mir wünschen, dass Disneyland Paris auch irgendwas mit dieser Attraktion macht, weil es ist einfach schwierig, da durchzufahren. Es ist, ich weiß nicht, wie lange die geht, vielleicht nicht mal eine Minute. Man hat überhaupt keine Zeit, so auf die ganzen Sachen einzugehen, irgendwie zu sehen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es so ein bisschen wird wie Anaheim, auch mit dem Bildschirm. Also da ganz klarer Gewinner, Schneewittchen in Anaheim. Ups, das war meine Brille. Beides natürlich im Disneyland Park. So, das waren die Attraktionen, die ich gefahren bin in beiden Parks und die ich vergleichen kann. Dann gibt es natürlich Attraktionen, die ich leider zeitlich nicht geschafft habe. Und jetzt werden mich einige rügen, weil wir hatten halt nur 3 Tage. Der erste Tag war D23, da hatten wir so viel anderes Programm. Und die anderen Tage haben wir es halt nicht geschafft, weil wir noch anderes Programm hatten und es war einfach zu wenig. Ich hätte noch 3 Monate länger bleiben können. Auf jeden Fall, was ich nicht geschafft habe, ist Big Thunder Mountain. Ja, ich bin Big Thunder Mountain nicht im Disneyland Anaheim gefahren, aber ich glaube, unser Big Thunder Mountain im Disneyland Paris ist da schon ein bisschen besser. Aber das ist, was Sam auch gesagt hat. Ja, deswegen hat sie gesagt, ja, wir können es gern fahren, wenn du unbedingt willst, aber Disneyland Paris ist besser. Aber ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht gefahren bin. Dann die nächste Attraktion, die ich auch nicht gefahren bin, ist Peter Pan. Peter Pan gibt es auch im Disneyland Park im Anaheim, bin ich auch nicht gefahren. Dann gibt es Space Mountain, unser Pendant ist ja der Hyperspace Mountain, wurde gerade renoviert. Also deswegen konnte ich es nicht fahren, weil es gerade renoviert wurde. Dann Star Tours gibt es auch im Tomorrowland im Disneyland Anaheim. Und da hat Sam gesagt, es ist 1:1 wie bei uns, nur halt alles auf Englisch. So ähnlich wie in Hollywood Studios in Orlando, da gibt es ja auch Star Tours auf Englisch. Also sonst ist es der exakt selbe Ride. Und deswegen habe ich gesagt, boah nee, also Star Tours, wenn wir Zeit gehabt hätten, habe ich auch in Orlando gemacht. Mit wenig Wartezeit ist es okay. Aber das war mir jetzt nicht so wichtig zu fahren. Dann gibt es auch Pinocchio. Ich denke mal, es ist sehr ähnlich zu dem in Disneyland Paris. Dumbo, also ein bisschen anders Elefanten, angeordnet. Gibt's aber auch, jeder Park hat natürlich selbst gefahren, aber man hat es gesehen. Und es ist so hinter dem Karussell im Disneyland Anaheim. Ah, so von der Location her, glaube ich, ist es nicht ganz so schön gelegen wie unser Dumbo. Unser Dumbo ist ja wirklich so mitten im Fantasyland. Und wenn man damit fährt, sieht man das Schloss und das ganze Fantasyland. Und da, glaube ich, ist es jetzt von der Position her nicht ganz so schön. Dann gibt es natürlich das Karussell. Auch hinterm Schloss in beiden Parks. Im Fantasyland gibt es ein Karussell, was ich auch nicht gefahren bin. Was dort vielleicht manchmal richtig geil ist, was ich aber nicht gesehen habe, bisher nur im Internet, dass die Charaktere manchmal, also so Mary Poppins zum Beispiel, auf so einem Pferd auf dem Karussell reitet. Das denke ich mir, boah, das ist, hätte ich gern gesehen. Aber zu Charakteren kommen wir noch. Dann Casey Jr. gibt es auch im Disneyland Anaheim, auch diese Bootsfahrt. Ich weiß nicht, wie sie auf Englisch heißt. Ich weiß auch nicht, wie sie auf Französisch ausgesprochen wird. Die gerade renoviert wurde in Disneyland Paris. Die Conte Fee irgendwas. Mit diesen kleinen Szenen. Ich bin sie nicht gefahren, aber was ich auf jeden Fall gesehen habe als Unterschied ist, dass man am Anfang in einen Walmund fährt. Also von den Wal von Pinocchio. Und bei uns fährt man ja in den Aladdin, was ist es denn? Löwenkopf aus dem Film. Aber bei uns eher später und da direkt am Anfang. Und dass die Story von einem Live-Cast-Member gesprochen wird. Und bei uns ist es halt vom Tonband. So, das ist so, was ich gesehen habe als Unterschied. Aber ich nicht selbst gefahren bin. Und dann gibt es noch Web-Adventure, Spider-Man Web-Adventure in beiden Avengers Campus. Ja, es gibt auch einen Avengers Campus in beiden Parks. Und dazu werde ich noch ein separates Video machen, wo ich die beiden Avengers Campusse vergleiche. Es kommt dann irgendwann noch. Ich muss noch ein paar Aufnahmen mit Disneyland Paris machen. Aber die Attraktion bin ich nicht selbst gefahren. Aber Sam hat mir gesagt, es ist genau die exakt selbe Attraktion, nur dass Peter Parker Englisch spricht in der Pre-Show und in Paris spricht er halt Französisch. Ansonsten ist es genau dieselbe Attraktion. Deswegen habe ich mich jetzt auch nicht darauf fokussiert, weil ich sie kenne. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Also ne, Web-Adventure auch im Avengers Campus in Disney's California Adventure und bei uns in den Walt Disney Studios.
Das war's zu dem Thema Attraktionen. Wenn ihr schon mal beide Parks besucht habt, schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was euch in beiden Parks, was euch in einem Park besser gefallen hat, was euch in dem anderen Park besser gefällt. Also eure Meinung ist wie immer gefragt unten in den Kommentaren. Wir machen weiter mit dem Schloss. Das müssen wir ja drüber auch mal drüber sprechen. Und ich muss sagen, am Anfang, als ich das Schloss gesehen habe in Anaheim, war ich so ein bisschen so... Ich habe auch zu Sam gesagt, so, es sieht ein bisschen aus wie so ein Spielzeugschloss, was man so sich zu Hause hinstellen kann. So ein bisschen, ne? Ist sehr negativ gesagt. Aber ich musste erstmal mit dem Schloss so ein bisschen warm werden. Vor allem, ne, wenn man auch da erstmal am Anfang der Main Suite steht, denkst du, wo ist das Schloss? Aber so über die Tage hinweg habe ich mich schon mit dem Schloss so ein bisschen arrangiert. Aber abends fand ich, hat es noch mal ein bisschen, abends, wenn es beleuchtet war, noch mehr ein bisschen diesen Spielzeugcharakter gehabt. Aber es ist das erste Schloss, es ist das Schloss, was Walt selbst gebaut hat. Deswegen muss man es auch ein bisschen appreciaten. Aber es geht halt nichts über das Disneyland Paris Schloss. Das Disneyland Paris Schloss ist halt das schönste Schloss auf der ganzen Welt, wenn man die ganzen Disney Parks vergleicht. Also da ist der ganz klare Gewinner das Disneyland Paris. Ich persönlich finde das Schloss im Disneyland Paris bisher von allen Schlössern, die ich gesehen habe, am schönsten. Und Tokio ist ja im Prinzip das Replikat von Walt Disney World. Deswegen, das Schloss in Disneyland Paris gewinnt natürlich ganz klar. Aber das Schloss in Anaheim ist natürlich auch so das Urschloss. Und ja, ich bin damit warm geworden. Am Ende fand ich es auch schön. Aber Disneyland Paris Schloss bleibt halt meine Nummer 1. Kommen wir zum Thema, was ich, glaube ich, so noch nie angesprochen habe. Ist das Thema Security. Wie man durch Security geht. Weil, ja... Ich finde es aber in Disneyland Anaheim so ein bisschen altbacken. Deswegen wollte ich es unbedingt erwähnen, weil das vielleicht euren Trip auch ein bisschen beeinflusst, was Zeitmanagement angeht. Und zwar in Disneyland Anaheim läuft die Security, also bevor man den Park betritt, bevor man das Disney das Downtown betritt, läuft die Security manuell. Also da steht dann Security-Leute, ihr müsst dann euren Rucksack aufmachen, alle Reißverschlüsse, alle Taschen hinstellen. Und die gucken dann so ein bisschen manuell eure Rucksäcke und Taschen durch, was da sich so alles drin befindet. Es gibt keine, doch, es gibt für die Person dann dieses Beep-Beep-Beep, wie am Flughafen. Oder das ist ähnlich wie im Disneyland Paris. Aber die Taschenkontrolle findet manuell statt. Und wenn natürlich viel los ist, kann sich das auf euren Ausflug oder auf eure Zeitmanagement natürlich beeinflussen. Das heißt, wenn vielleicht viel los ist im Park, geht ein bisschen früher los und berechnet halt die Zeit ein, die ihr für Security braucht. Es gibt natürlich viele Security Lines, aber das kann natürlich auch immer mal wieder ein bisschen dauern. Das hat Brina mir zum Beispiel gesagt, dass als sie im Juni da war, die haben ja noch geparkt. Die waren ja mit dem Auto da, das heißt der Parkweg vom Parkplatz zur Security war noch lang und dann auch noch bei Security lang angestanden. Hat sie insgesamt eine Stunde gebraucht, bis sie überhaupt im Park war. Bei uns war es nicht ganz so schlimm, aber wir haben ja auch nicht geparkt. Im Disneyland Paris, wisst ihr, wir haben die Taschenscanner, das heißt ähnlich wie am Flughafen. Eure Taschen gehen durch den Scanner, ihr geht durch den Scanner, dann nehmt ihr eure Taschen am Ende wieder mit und könnt in den Park. Also geht relativ schnell. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Lines und ja, da muss ich leider ganz klar den Punkt an Disneyland Paris geben, was Security angeht. Kommen wir zum Thema Eintrittspreise. Und da habe ich mir mal einfach ein Beispiel rausgesucht, den 1. Oktober 2024, was ein Parkhopper-Ticket kosten würde. In beiden Parks. Einfach keine Hotel, einfach nur der komplette, der 1. Oktober, wenn ihr dort in den Park besuchen möchtet und beide Parks als Hopper-Ticket besuchen möchtet. Dann, da gewinnt ganz klar Disneyland Paris, denn dort kostet das Tagesticket für den 1. Oktober 97 Euro, wenn ihr beide Parks besuchen wollt. Und in Anaheim, haltet euch fest, 234 Dollar. Ja, Dollar muss man ein bisschen runterrechnen, dann sind es vielleicht so, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, 220, 210 Euro. Aber wir sind auf jeden Fall über 200 Euro für ein Tagesticket für beide Parks. Das ist fast, es ist mehr als doppelt so teuer als Disneyland Paris für einen Tag. Also... Ja, man kann immer, also ne, es sind halt die Tagespreise. Es gibt natürlich günstigere Angebote, wenn man mehrere Tage bleibt. Das gilt für beide Parks. Wir hatten ja auch so ein Ticket für 3 Tage mit Genie Plus, Fotopass, Hopper-Tickets. Da haben wir ungefähr 500 Euro bezahlt für 3 Tage in Anaheim.
Es gibt natürlich immer mal Aktionen auf Attraction-Tickets und so, also müsst ihr da ein bisschen vergleichen. Aber da kommen wir auch direkt schon zu den generellen Kosten. Also wenn wir schon bei den Eintrittspreisen bleiben, sprechen wir auch direkt mal über die generellen Kosten. Ich habe jetzt keine Hotel direkt verglichen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es keine Pauschalangebote im Disneyland Anaheim ist. Da haben mich auch viele gefragt, was ja auch in Orlando so der Fall ist, im Walt Disney World, dass ihr so Aktionen habt, irgendwie ihr zahlt 7 Tage Eintritt, bekommt 14 oder es gibt so Packages mit, wie heißt das, Foodplan, glaube ich, heißt es, wo ihr Mealplan? Ja. Wo ihr dann halt noch irgendwie Gutscheine habt fürs Essen oder Vouchers fürs zum Shoppen oder so. Das habt ihr in Orlando zum Beispiel. Und im Disneyland Paris habt ihr die Pauschalen, wo die Eintrittskarte drin ist, das Hotel, das Parken. Das gibt's in Anaheim alles nicht. Ihr müsst alles separat buchen. Also klar, ihr könnt über die Disneyland Anaheim Seite, ich habe Muskelkater, sorry, das Hotel buchen und dann die Eintrittspreise dazu buchen. Aber es gibt jetzt nicht so schöne Angebotpakete, wie wir das jetzt zum Beispiel aus Orlando oder Paris kennen. Man muss alles einzeln buchen. Und ich war ja im Pixar Hotel für eine Nacht und es war super teuer. Wir haben für eine Nacht für uns beide, ich glaube, $550 bezahlt. Für eine Nacht im Pixar Hotel. Und das ist das günstigste Hotel von den dreien, die es in Anaheim gibt. Also, auch im Vergleich pro Nacht, klar, wenn man es jetzt mit dem Disneyland Hotel vergleicht, ja, dann wird es vielleicht vom Preis her hinkommen, aber das Disneyland Hotel in Anaheim ist dann noch mal teurer. Wie gesagt, ich habe mir die Preise nicht angeschaut, das variiert natürlich je nach Season, wann ihr fahrt, wir waren natürlich zu einer High Season da wegen D23. Ja, also Disneyland Hotel ist sehr teuer. Dann das Essen finde ich in Disneyland Anaheim auch teurer als jetzt im Disneyland Paris. Wir haben ungefähr immer so für ein Mittagessen im Schnellimbiss-Restaurant ohne Getränk $15, $17, manchmal $18 bezahlt. Die Getränke sind, also es gibt auch nicht so schöne Menüs wie jetzt im Disneyland Paris. Also ich weiß nicht, ob es das überall der Fall ist, aber ich glaube in den Sachen, wo wir gegessen haben, gab es keine Menüs, wo ihr dann noch ein Getränk dazu habt oder noch einen Salat oder so, wie man es jetzt vielleicht aus Bella Notte kennt oder Cora Hatties. Dass ihr ein Getränk habt. Früher gab es ja noch Dessert dazu, das wurde ja leider wegretuschiert. Da haben sich ja auch viele, viele beschwert. Aber in Anaheim gibt es sowas gar nicht. Also da muss man alles separat bestellen. Dann habe ich auch mal $20, $30 bezahlt für Mittagessen mit Getränk oder ein Dessert oder so ein Special-Getränk, was die hatten. Also von den Preisen her ist es auf jeden Fall teurer. Auch was das Merchandise angeht. Ich glaube, so ein paar Ohren hier so, also die habe ich jetzt nicht dort gekauft, aber so ein paar Ohren sind wir bei $35 bis $40 mal locker. Plus, was jetzt mal auch bedenken muss, was ich hier auch sagen, zum Essen und auch zum Merchandise kommen die Steuern noch oben drauf. Das heißt, wenn ihr an der Kasse steht oder dann bezahlt am Ende vom Essen, werden die Steuern separat nochmal aufgeführt und die kommen oben drauf. Das heißt, der Preistag am Merchandise ist nicht der Endpreis. Da müsst ihr nochmal in Kalifornien, sind es glaube ich 7,7%, kommt dann nochmal an Steuern obendrauf. Das müsst ihr auch bedenken. Das hat man zum Beispiel beim Prinzessinnenfrühstück. Da kostet das Prinzessinnenfrühstück eigentlich $130. Mit Tax sind wir aber bei $150 plus dann auch noch das Trinkgeld, was in Amerika ja auch noch dazu kommt. Also wenn ihr in einem, also nicht in den Schnellimbiss-Restaurants, aber wenn ihr in einem Table-Service-Restaurant seid, bedient werdet, dann gehört sich das in Amerika so, dass man auf jeden Fall auch locker 15-20% Trinkgeld da lässt. Und da kommt dann halt vom $130 beim Prinzessinnenfrühstück am Ende $180 raus. Mit Trinkgeld und Steuern einfach mal $50 mehr. Und das müsst ihr auf jeden Fall in Amerika generell, das ist, betrifft auch Orlando mit den Steuern und mit dem Trinkgeld, das müsst ihr auf jeden Fall bedenken. Deswegen würde ich sagen, generell in allen Belangen ist Disneyland Anaheim viel, viel teurer als Disneyland Paris. Auch was die Jahreskarte angeht, kann ich auch mal erwähnen, habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber die Jahreskarte, wir haben nämlich Jahreskartenhalter getroffen, kostet mal in Disneyland Anaheim $1,600. $1,600. Ja, die haben ein bisschen mehr Rabatt, glaube ich, auf Merchandise, ich glaube sogar fast 20 oder 30%. Wir haben dafür €700, kurz auf die Uhr schauen, weil ich gleich los muss, aber passt, €700. Also in allen Kategorien
muss ich sagen, ist das Disneyland Paris günstiger. Ja. Dann, wie lange sollte man die Parks besuchen? Wurden auch viele gefragt. Ne? In Orlando zum Beispiel habe ich immer gesagt, ihr müsst mindestens 7 Tage bis 10 Tage, wenn nicht sogar 2 Wochen dort sein, um alle Parks zu besuchen, auch mal das, Disney Springs zu besuchen, auch Zeit im Hotel zu verbringen. Das ist wirklich ein kompletter Urlaub, den ihr dort verbringen könnt. Klar, das könnt ihr auch in Disneyland Anaheim. Ihr könnt auch 7 Tage, 10 Tage bleiben. Aber was ich eben gesagt habe, es ist sauteuer. Das heißt, ich würde es euch so empfehlen, so wenn ihr es könnt, von den Eintrittspreisen her und so weiter und so fort, 3 bis 4 Tage zu bleiben, ungefähr. Also wir waren jetzt 3 Tage, hatten aber auch noch viele Special-Sachen dazwischen und es war knapp. Also ich habe nicht alles geschafft, aber mein Fokus war auch eher auf Charaktere. Wenn euch der Fokus auf Attraktionen liegt und ihr euch die Charaktere nicht interessieren, dann schafft ihr es auch in 3 Tagen. Wenn ihr irgendwie alles erleben wollt, auch vielleicht mal die Hotels oder Disney Downtown besuchen wollt, dann schon 4 Tage. Also das ist so die Dauer. Und auch für Disneyland Paris sage ich euch ja auch immer so 3 Tage. Also da sind die Parks, würde ich sagen, schon sehr identisch, was ihr an Zeit braucht. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar den Charakteren. Und da kompletter Sieger Disneyland Anaheim. Das ist das Nonplusultra für Charaktere-Fans. Erstmal die Vielfalt. Wie viele verschiedene, seltene Charaktere es gibt. Ich war wirklich mindblown. Es war wirklich der Wahnsinn. Bing Bong. Luca vom Luca-Film, ich weiß nicht, wie sein Freund jetzt heißt. Lotso. Anger. Wenn ich noch alles getroffen habe. Also das sind so ein paar gewesen. Baymax. Das sind alles Charaktere, die man erstmal bei uns nicht findet oder enger mal so für eine kurze Zeit. Erstmal so Charaktere, die es nicht so viel in anderen Parks auch gibt. Dann die zweite Sache ist die Wartezeit. Also die Wartezeit für Charaktere dort ist einfach ein Traum. Die Wartezeit, für Lotso haben wir 15 Minuten gewartet, für Baymax vielleicht eine halbe Stunde. Es ist einfach der Wahnsinn. Also die Wartezeit auch sehr angenehm, weil es halt auch so viele Charaktere gibt, glaube ich. Also es ist einmal der Fakt, dass es sehr viele Charaktere gibt, die man treffen kann. Und das ist einfach, ich liebe Charaktere und da ist mein Herz einfach aufgegangen. Und dann das Letzte, was ich dort auch einfach geliebt habe, ist, wie die Charaktere dort einfach durch den Park durchlaufen können. Das war aber hauptsächlich im Disneyland Park, nicht so viel in Disney California Adventure, außer im Avengers Campus. Im Disneyland Park laufen die Charaktere einfach so durch den Park. Sie werden nicht belagert. Ja, natürlich kommen auch mal die Leute hin und fragen, ob man ein Foto machen kann. Am Anfang direkt, wo ich im Disneyland Park war, sind wir mit Mad Hatter und Alice einfach rumgelaufen. Und Cruella, wenn man auf die Parade gewartet hat, ist einfach da durchgelaufen, hat mit den Gästen gesprochen und ein bisschen interagiert. Das wäre in Disneyland Paris nie möglich, dass die Charaktere einfach so in Ruhe gelassen werden, sagen wir es mal so. In Disneyland Paris, wenn der Charakter durch den Park läuft, wird er einfach so belagert und das ist wirklich schwierig für die Charaktere, sich dort fortzubewegen. Und ich weiß nicht, es sind Mutmaßungen, woran das liegt. Erstmal sind sehr viele Locals dort im Disneyland Anaheim, also sehr viele Leute, die dort in der Nähe wohnen, eine Jahreskarte haben. Und deswegen sind sie sehr gechillt. Also die denken sich, oh, Cruella habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Oder hey, ach, Belle läuft da rum, ja, die läuft da auch beim nächsten Mal rum. Die sind halt viel gechillter, was Charaktere auch angeht. Und ich glaube auch, es liegt auch an der Mentalität der Amerikaner vielleicht. Also es ist, wie gesagt, meine Mutmaßung nur. Also ich bin jetzt auch nicht, ich bin da hingerannt, also nicht hingerannt, aber wir sind natürlich auch hingegangen, haben die Charaktere aber auch höflich gefragt, können wir ein Foto machen, kurz unterhalten und so. Also man muss halt auch nicht so direkt auch vielleicht das Kind vorschieben, ne, vor den Charakter für ein Foto oder so, sagen so, komm, mach jetzt. Es ist halt so ein bisschen anderer Umgang mit den Charakteren als jetzt zum Beispiel im Disneyland Paris. Im Disneyland Paris, lange Wartezeiten. Wir können ja sagen, eigentlich immer dieselben Charaktere. Wir haben fast keine neuen Charaktere. Ja, manchmal bekommen sie neue Outfits. Wuhu! Und wenn mal ein neuer Charakter kommt, wie Anger, den ich jetzt nicht im Disneyland Paris getroffen habe, aber ich habe gehört, die 2 Wochen, die er da war oder so, es war eine absolute Katastrophe.
Und auch wenn ein Charakter kommt, so ein seltener, könnt ihr euch mit Wartezeiten von 3 bis 4 Stunden locker einstellen. Ich weiß noch, wo Mandalorian am Anfang da war. Wir haben 4 Stunden für Mandalorian gewartet. Das habt ihr im Disneyland Anaheim nicht. Also, ja, da geht der Punkt ganz klar auf Disneyland Anaheim. Und das ist, was ich da auch so magisch fand. Das könnt ihr auch in den Vlogs so sehen. Die Charaktere, die Interaktion, die Vielfalt, die Wartezeiten. Es ist einfach ein Traum für Charaktere-Liebhaber. Kommen wir zum Fastpass-System. Ja, Fastpässe müssen wir auch kurz vergleichen. Und dort gibt es Genie Plus, was nicht mehr Genie Plus heißt. Das heißt irgendwie Lightning Lane, ach, weiß ich nicht. Ich sage trotzdem Genie Plus. Ich weiß, es hat einen anderen Namen, aber mir fällt er jetzt gerade nicht ein. Und zwar könnt ihr dann wir hatten seine Eintrittskarte inkludiert, aber ihr könnt auch einfach, wenn ihr dort seid, an einem Tag Genie Plus buchen über die App. Ich glaube, es kostet so um die 30 Euro pro Person. Und es funktioniert dann ungefähr wie folgt. Ich versuche mich kurz zu halten. Ihr reserviert euch dann einen Timeslot, also eine Uhrzeit für eine Attraktion. Sagen wir mal, ihr bucht direkt, wenn ihr in den Park kommt, morgens Big Thunder Mountain. Und danach 2 Stunden später oder wenn ihr während der Zeit in der Attraktion schon wart, also sagen wir mal, ihr bucht um 9 Uhr Big Thunder Mountain, ihr geht um 10 Uhr zu Big Thunder Mountain, stempelt dann ein und dann könnt ihr den nächsten Slot buchen. Wenn ihr Big Thunder Mountain aber erst um 12 Uhr oder 12.30 Uhr habt, könnt ihr dann wenn ihr um 9 gebucht habt, um 11 Uhr wieder buchen. Genau, also so ist das kurz gefasst das Prinzip von Genie Plus. Das heißt, ihr könnt mehrere Sachen haben, wenn ihr es gut timet. Und man kann schon einige Attraktionen schaffen während des Tages mit Genie Plus. Es gibt natürlich beliebte Attraktionen, wie zum Beispiel, Indiana Jones. Die sind sehr schnell weg, das heißt, das würde ich zum Beispiel eher am Tag buchen. Und Attraktionen wie zum Beispiel Mickey und Minis war immer auch sehr spät am Abend noch verfügbar. Also das ist Genie Plus. Und wir in Disneyland Paris haben natürlich den Premium Access Pass. Und der kostet, glaube ich, ab 90 Euro. Ja, ich glaube, mich gut zu erinnern, ab 90 Euro. Und dort habt ihr aber, ihr müsst da keine Zeitslots buchen, dort habt ihr die Attraktionen, die ihr einmal fahren könnt, fest drin. Und ihr könnt dann irgendwann im Laufe des Tages immer dorthin gehen und einmal die Attraktion fahren. Es gibt noch den Ultimate, da könnt ihr, glaube ich, öfter fahren. Oder ist das der Ultimate? Oh, ich bin gerade ein bisschen lost. Auf jeden Fall ist es generell, das System ist in Disneyland Paris ein bisschen einfacher, weil ihr nicht buchen müsst, sondern ihr habt dann alle Attraktionen drin, wenn ihr Ultimate bucht, glaube ich. Und Premium Access ist, wenn ihr einzeln bucht. Also ihr könnt natürlich auch die Attraktionen einzeln buchen und fahren. Oder ihr bucht euch den Ultimate und dann könnt ihr einmal alle Attraktionen fahren. Das ist aber, wie gesagt, viel, viel teurer. Aber das System ist einfacher, weil ihr euch dann keine Uhrzeiten aussuchen müsst. Genie Plus ist ein bisschen günstiger. Ihr schafft vielleicht nicht alle Attraktionen. Es gibt aber auch viel, viel mehr Attraktionen in beiden Parks mit der Fastlane. Und ja, ist schwierig zu sagen, was ich lieber mag. Ich finde Genie Plus halt kostengünstiger für Leute, die halt nicht so oft im Park sind. Dazu kommt aber noch, dass solche Attraktionen wie Star Wars, jetzt fällt es mir nicht ein. Rise of the Resistance, zum Beispiel ist nicht im Genie Plus inkludiert, müsstet ihr theoretisch extra bezahlen oder auch wie Radiator Springs, die Cars-Attraktion, die haben wir, glaube ich, 19 Dollar bezahlt, um nochmal separat damit zu fahren und die Wartezeit zu skippen. Also das kommt dann noch oben drauf, eventuell. Ich finde, beide Systeme haben Vor- und Nachteile, da kann ich leider keinen klaren Gewinner ziehen. Dann Mobile Order gewinnt ganz klar Disneyland Anaheim. Erstmal, es funktioniert in beiden Parks. Also mittlerweile haben wir ja Disneyland Paris, haben wir ja auch Mobile Order in einigen Restaurants. Nutzen noch nicht so viele, weil es nicht so familiar ist mit, also viele sind dann nicht so gewohnt. Nutzen wir, wo es geht, auch, weil es halt schneller geht und viele wissen es halt nicht. Und gibt es zum Beispiel im Casa del Coco oder im Casey's Corner. Ihr müsst einfach in der App mal schauen bei den Restaurants und dann steht da Mobile Order. Funktioniert in beiden Parks recht gut, aber im Disneyland Anaheim ist es nochmal die Vielfalt, die es besser macht. Weil es gibt halt gefühlt an jedem Stand Mobile Order, fast an jedem Stand, sogar für Eis oder für Kaffee oder so, könnt ihr Mobile Order machen. Deswegen gewinnt da ein bisschen Disneyland Anaheim, weil dies mehr vielfältig ist.
Aber, und ich finde es auch in Disneyland Anaheim ein bisschen einfacher zu buchen, weil in Disneyland Paris müsst ihr immer die Kreditkarte manuell nochmal nachträglich eintragen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile gefixt haben oder vielleicht verbessert haben. Ich habe es auch länger nicht mehr benutzt. Aber in Disneyland Anaheim habt ihr eure Kreditkarte halt direkt hinterlegt und es wird automatisch abgebucht. Das heißt, ihr müsst nicht immer nochmal alles manuell eintippen. Deswegen geht da der Punkt an Disneyland Anaheim. Also ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich gleich los muss. Kommen wir zum Shopping. Shopping ist schwierig. Natürlich, wenn man jetzt in einen anderen Park geht, denkt man, boah, geil, da gibt es so geiles Merchandise. Und wir in Disneyland Paris haben immer dasselbe. Aber ich glaube, wenn die Amerikaner zu uns kommen, denken die dasselbe. Zum Beispiel die Prinzessin-Spirit-Jerseys, die es jetzt gab im Disneyland Hotel, hatten die Amis gar nicht. Und dann, ich weiß, ich habe meinen TikTok hochgeladen und so viele haben kommentiert, oh, bitte lass die auch nach Orlando kommen und so. Also es gibt natürlich Merchandise, was beide Parks exklusiv haben und es nicht in anderen Parks gibt. Und je mehr ich durch die Shops gegangen bin in Anaheim, habe ich gesehen, dass es in fast in jedem Shop eigentlich dasselbe gab. Also es gab jetzt nicht so viel krasse Variationen, fand ich persönlich. Deswegen kann ich es auch schlecht vergleichen, weil ich natürlich im Disneyland Paris denke, oh, ist immer noch die Aristocats-Kollektion, oh, selbe Christmas-Merch wie letztes Jahr so annähernd und so. Weil es halt für mich im Disneyland Anaheim was komplett Neues ist und dann denke ich mir so, wow, geil. Aber ich glaube, das haben die Amis auch, wenn sie ins Disneyland Paris kommen. Deswegen schwierig zu vergleichen. Aber ich glaube, was Shops angeht, ist Disneyland Paris, was so in den verschiedenen Shops gibt, ein bisschen mehr Variation. Das heißt also, je nach Themenbereich, wo man gerade ist, zum Beispiel im Buzz Lightyear, gibt es noch Buzz Lightyear Pixar-Sachen. Im Frontierland gibt es halt hauptsächlich Phantom Manor und Nightmare Before Christmas-Sachen. Also ich glaube, die, wo es welche Sachen gibt, ist ein bisschen besser verteilt in Disneyland Paris. Aber das ist jetzt so, was ich jetzt in den Tagen so gesehen habe. Preislich, habe ich ja eben schon gesagt, ist Disneyland Anaheim leider wesentlich teurer. Kommen wir zu den Shows. Ja, Disneyland Paris ist natürlich der Top-Park für Shows. Und das bleibt er auch. Was ich aber sagen muss, ist, dass die Parade Magic Happens, heißt sie, glaube ich, im Disneyland Anaheim, so viel schöner ist als solche Disney Stars und Parade. Disney Stars und Parade ist halt schon so alt in die Jahre gekommen. Das sieht man auch an den Wagen, es funktioniert nicht immer alles und Magic Happens ist halt relativ neu. So schöne Wagen, auch so seltene Charaktere drauf, wie zum Beispiel Merlin oder Moana und wie heißt der denn jetzt? Fällt der Name jetzt gerade wieder nicht ein. Also auf jeden Fall auch Hey Hey zum Beispiel. Also ja, es gibt so viele Charaktere, so viele seltene Charaktere in Magic Happens und das sieht einfach so schön aus. Also was Parade angeht, allein nur wenn man Disney Stars und Parade mit Magic Happens vergleicht, ganz klar Disneyland Anaheim. Dann gibt es natürlich das Feuerwerk. Bei uns war es das Pixar-Feuerwerk. Und da ist das Problem auch ein bisschen, dass das Schloss sehr klein ist. Das heißt, die Projektionen auf dem Schloss hat man jetzt von Weitem nicht so gut gesehen, aber die Main Street wurde gut inkludiert. Und es ist dann natürlich auch ein sehr beeindruckendes Feuerwerk, weil es immer ein Höhenfeuerwerk ist. Aber ich muss sagen, mich hat es mehr in Disneyland Paris getoucht. Illuminations, und ich bin jetzt auch auf die neue Show im Januar gespannt, mit auch auf Main Street, also da wird ja auch Main Street inkludiert, mit Drohnen und Feuerwerk, das kann nur gut werden. Also was Feuerwerk angeht, gewinnt für mich Disneyland Paris. Und dann gibt es natürlich so Shows, die Disneyland Paris nicht hat, wie Fantasmic oder World of Color. Aber dafür haben wir im Disneyland Paris natürlich The Lion King und Mickey and the Magician. Also es gibt natürlich Shows, die jeder Park exklusiv hat. Fantasmic hat mir sehr, sehr gut gefallen, hätte ich auch gern nochmal gesehen. Und auch World of Color musste ich ein bisschen mit warm werden, aber beim Schnitt von dem Video habe ich dann nochmal gemerkt, wie schön die Show eigentlich war. Vor allem die Musik hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Shows ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil jeder natürlich so seine unique Selling Points hat mit Disneyland Paris wie Lion King, mit Mickey and the Magician, Disney Junior, was aktuell ja pausiert, und Disney Anaheim mit Fantasmic, World of Color und ja, da muss ich sagen, hat es keinen klaren Gewinner. Aber was man sagen kann, ist, dass Disney Anaheim viel mehr Abendshows hat. Also Feuerwerk, Fantasmic und World of Color passiert alles abends.
relativ zeitnah. Obwohl bei uns war das Feuerwerk einmal am Tag und Fantasmic lief zweimal. Aber das ändert sich, also schaut da unbedingt in der App vorbei. Und auch World of Color lief zweimal. Aber wenn ihr sagt, ihr seid nur einen Tag da, müsst ihr euch entscheiden, in welchen Park ihr geht für die Abendshow. Und ich würde sagen, also bei uns hat es geklappt mit Feuerwerk und dann direkt Fantasmic, aber wir hatten ja auch reservierte Plätze für Fantasmic. Also wenn ihr sagt, ihr seid nur einen Tag da, dann reserviert euch auch dieses, was wir gemacht haben. Schaut euch gerne das Video dazu an. Da hatten wir einen reservierten Platz und dann hat es zeitlich gepasst, vom Feuerwerk zu Fantasmic zu gehen. Und dann würde ich euch, wenn ihr nur einen Tag da seid, empfehlen, Fantasmic und das Feuerwerk halt mitzunehmen. Aber das Feuerwerk ist auch nicht immer jeden Tag. Vor allem in der Low Season, glaube ich, ist es nicht unter der Woche. Also ist nicht so wie in Disneyland Paris, dass das Feuerwerk auch täglich, also wirklich täglich über das Jahr läuft. In Anaheim kann das auch mal pausieren unter der Woche. Also unbedingt vorher anschauen, ob es läuft an dem Tag, an dem ihr den Park besuchen wollt, bevor ihr auch das Ticket bucht. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und ja, dann kommen wir noch zum Restaurants und Essen, ganz schnell, bevor wir das generelle Fazit machen. Also Restaurantvielfalt gewinnt ganz klar, muss ich sagen, Anaheim, also was es auch an Essens dort gibt. Es gibt Ramen, es gibt asiatisch, es gibt, keine Ahnung, natürlich Burger, so viel konnten wir auch gar nicht probieren. Also die Vielfalt an Restaurants und auch geschmacklich finde ich Disneyland Anaheim viel, viel besser, auch was Snacks angeht. Die Churros, die dort sind, super lecker, so viele verschiedene Macarons mit Disney, auch Disney-themed Snacks. Da gewinnt ganz klar Disneyland Anaheim. Ja, Disneyland Paris wissen wir leider, mit dem Essen kann man Glück haben, kann man auch nicht Glück haben. Es gibt ein paar gute Restaurants, aber es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt schon mal da war, auch in Orlando, ist Disneyland Paris irgendwie so ein bisschen schlechter dran, muss ich sagen. Also es wird besser, auch mit den Disney-themed Foods, es wird besser, so langsam kommen wir da in die richtige Richtung, aber da gewinnt tatsächlich für mich Disneyland Anaheim. Ja, und generell zum Abschluss möchte ich sagen, dass Disneyland Paris einfach schöner ist. Disneyland Paris, die einzelnen Bereiche sind viel, viel schöner. Unser Fantasyland ist viel, viel schöner mit dem Karussell, dem Dumbo, ich gesagt, mit dem Schloss und so. Es sieht einfach viel, viel schöner aus. Auch zum Beispiel das Adventureland mit unserem Piratenschiff, mit dem Skull Rock. Es sieht einfach schöner aus. Es ist einfach ein bisschen breiter. Also ein bisschen, ne, ein bisschen weitläufiger und es ist einfach viel, viel schöner gestaltet. Das kann ich nochmal zu Disneyland Paris sagen. Ich finde auch unsere Main Street ein bisschen schöner gestaltet. Auch die Arkaden finde ich super. Das ist ja das Unique Selling, also das, was Disneyland Paris unique ist, sind die Arkaden an der Seite. Also Disneyland Paris finde ich generell schöner, also das, den Disneyland Park. Ne? Ich habe jetzt nur über den Disneyland Park gesprochen. Aber Anaheim finde ich ein bisschen magischer. Irgendwie ist da so ein Vibe drin, das sagen auch viele. Und irgendwie, wenn man noch nicht da war, versteht man sich. Aber irgendwie ist Disneyland Anaheim magischer. Man merkt diesen Walt Spirit, wenn man auch da die Wohnung über dem Feuerwehrhaus sieht. Es ist einfach so magisch und ja. Es ist einfach auch mit den Charakteren, die da rumlaufen. Es hat irgendwie was Magisches. Ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Es ist einfach so ein Feeling. Und deswegen ist es auch direkt hinter Disneyland Paris, Platz 2. Ich würde so gern jetzt sofort wieder hinfliegen und noch mehr Tage dort verbringen und alles erkunden. Aber das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Aber es ist einfach so, so schön gewesen. Und ich erinnere mich immer noch sehr gern an die Zeit dort. Vermisse sie arg doll. Und ja, das war's. Das war mein Fazitvideo zu Disneyland Anaheim und so ein kleiner Vergleich auch zu, so kleiner, sage ich nur ein Vergleich gewesen zu Disneyland Paris, damit ihr auch ein besseres Bild bekommt, ob ihr vielleicht, ich habe auch so oft die Frage bekommen, Disneyland Anaheim oder Walt Disney World? Das beantworte ich übrigens auch im Q&A. Ist schwierig zu sagen, ist je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, wie viel ihr investieren wollt, was ihr sehen wollt. Aber ich muss sagen, ich finde Disneyland Anaheim ein bisschen schöner als Walt Disney World. Aber es heißt nicht, dass Walt Disney World schlecht ist. Und das ist alles Geschmackssache. Das war ja auch, wie gesagt, alles meine Meinung hier. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video war hilfreich und hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.